Gali. Ein wunderschönes, herzliches Willkommen in Arcadia und im blinden Blind-Let's Play von remasterten Bioshock. Liebe Grazhüpfer. Na, 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 na. And today I feel my Allergie, aber egal. Today my Allergie fickt mich ins Knie. Sicher, sicher. Eine Batterie. Kann ja nicht sicher genug sein. Weil wenn man nicht sicher genug ist, ist man nicht sicher genug. Sieht mit diesen Dingern hier auf sich. Da höre ich einen Automaten. Grüß dich! Alle? Muss hier hin. So, mal gucken, wer das ist. Houdini-Splicer, ah! Naja, Forschungsstelle für die erhöhte Schaden. Houdini-Splicer ist ein Anflug für Antipersonenmunition. Hey! Herr Houdini! Ich lass ihn nochmal machen. Dankeschön. Immerhin kriegen wir dann $3, hallo. So, panzerbrechend. Ich bin schon wieder gestorben. Egal, wir schaffen das. Ja, die Luft ist regenbogenrein, mein lieber Grazhüpfer. Naja, egal. Hat er nicht geschossen? Nein,
Doch. Doch, doch, doch. Doch, junge Dame. Tut mir auch leid um den Big Daddy. Danke, Mister. Bitte schön, Mädel. Alter Verwalter. Die kann mich jetzt in den Arsch stecken, die Nummer. Nein. Vergiss es. Maximal gesund, das ist gut. Können wir noch was leichten? Humor nehmen. Und fügen mehr. Aha. Schauen wir hier. So, über dem Hacken. Das ist ja auch gut. Verringert die Dauer von Kamera-Dingen. Verbandskästen können auch. Yeah. Ja, schauen wir mal später mal. Nein, bleib stehen. Oh, danke für die Mithilfe. Puh. Wir heilen uns mal. Egal, dass das 16 Dollar gekostet hat. So. Wir brauchen unbedingt noch Verbandskästen. Ah, wie schön er pfeift. So. Pistole. Immerhin haben wir jetzt hier eine Antiperson und so eine Kiste. Sechs Stichschussgranaten. Nice, 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 nice. Ja. Willkommen im Zirkus der Werte. Nur hacken. Napalm. Egal. So. Ja. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmid Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten. Das ist ja Plasmid Blues, ja klar. So, Herr Houdini. Also wirklich. So. Ja, hätte ich auch gesagt. Kein Respekt heute die heutige Jugend. So. Also gar keinen Respekt. So, wir müssen hier entlang. Mal den Pfeilchen nach. Mal versuchen zu hacken. Wir müssen da hoch. Das ist cool, wenn wir. Ja. Warte. Warte, warte. Ja. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist schon besser. So, wir bräuchten ein gerades noch nach oben. Dankeschön. Und dann bräuchten wir noch ein so rüber. So. Bada bim, bada boom, bada bang. Oh ja, yeah, baby.
So. Cool. Nein. Doch. Wer ist unten hier? Hier ist man aber schön. Der Junge wird dir eine ordentliche Kraft. Was ist das? Rolling Hills ist gleich da drüben. Ah, warte, wo ist die? Zweiter. Wir müssen nachher die Kamera unbedingt finden. Ah, nochmal zwei Minuten. Ich kann mir bald den ganzen Jimmy an mir machen. Nein. So da, hallo. Guten Tag. In der Lagerkiste, okay. Gut, dass wir noch ein bisschen 0-0-Shot mit hatten. Jetzt ist die Frage, wo ist die Kamera? Du wirst vielleicht einiges über mich hören, hier und da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Okay. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Da können wir hier rein. Oh, nice. Einmal Bandagen. Genau, wir warten hier noch ein bisschen. Nicht, dass wir von hinten überrascht werden. Das wäre dann sehr überraschend. Okay. Oh Gott. Wir speichern sicherheitshalber, weil das ein Scheißding ist. So. Ja, ich will den Safe haben. Nicht gut. Und ja, aus dem Kommen. Ich glaube, das ist der erste Safe, den wir gehackt haben, ohne dass wir dafür das Auto-Hack benutzt haben. Alter.
Dankeschön. Zu freundlich. Sollen wir kurz heilen? Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es so. Unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Die Frage nur, wo ist diese fucking Kamera? So, es hat sich ausgekamerat, Kamera. Alter Schwede. Aber wollte ich uns ja noch einen Hund antun. Ach, das war das hier, okay. Jetzt doch irgendwo noch etwas gegeben. Mit dem wir was bauen konnten. Dankeschön. Das ist hier unten irgendwo? War das hier unten irgendwo? So. Da ist ein Botnutzschalter. Da haben wir den einen Safe gehackt, okay. Okay, 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 okay. Diese Arschlöcher kapieren's nicht. Genau, alles klar. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Also wir machen es so. Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte. Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand gemacht. Das bin ich, hi. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich weiß. So. Endlich. Ja, schöne Kanade. Nice, dankeschön. Warte, wir haben noch irgendwo. Wir können noch irgendwo unser Plasmoid tauschen. Ich muss nur nachgucken, wo das war. Ich glaube, ich war hier so einer. Nehmen wir mal dieses auf der F4. Hypnotus heißt Big Daddy. Versuchen wir das mal. Hi. Ja, ich finde dich cool. Komm mit. Da liegt noch was rum. Ein Verbandskasten, Big Daddy. Komm, City Bombs, City Bombs. So. Komm. Oh nein. Okay, ich denke mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, ja. Aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz so bestimmt retten wollen. Big Daddy? Dinger gepflanzt? Oh! Cool!
Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ein Kaffee. Lecker, lecker. Hier geht's weiter, Big Daddy. Meine Kolbe. War's doch nicht du, oder? Nein. Und? Mercedes, haben Sie Rosenmuster-Exemplar ein? Okay, machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play. Bioshock blind. Und wir haben jetzt einen Big Daddy auf unserer Seite. Nice, ist das nicht nice? Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein, aber haut niemanden. Euer Kratzi. Tschüss, danke fürs Zuschauen.